Und da sind wir auch schon wieder. Diesmal eine ganz schnelle Pause gemacht. Und ich versuche immer noch dieses große Bild mit den komischen Kämpfern da zu kriegen. Naja, ich gebe auf. Was ist das? Ist das ein Haufen Scheiße und eine Spinne? Hm. Also das hier oben ist auf jeden Fall eine Spinne. Aber hat auch nur vier Beine. Hm, was könnte das auf dem Bild sein? Sieht auf jeden Fall komisch aus. Naja. So. Noch die Glaswände rein. Sieht das natürlich ein bisschen doof aus, weil das da drüber hängt. Ah, mein Gott. Da können wir später noch einen Anbau nebensetzen. Das wird alles noch... Aber hier gucken wir jetzt schön auf einen Wald. Wenn wir abends im Bett liegen, gucken wir auf diese kahle Wand mit der Fackel. Aber ich liege ja eh meistens auf der Seite. Sprich, ich würde aus dem Fenster gucken. Und hast du nicht gesehen. So, aber jetzt müssen wir uns wirklich auch mal Gedanken machen über Sicherheit. Und falls sich der eine andere schon fragt, nein, ich habe immer noch auf Peaceful stehen. Und ich werde wahrscheinlich für diese letzten 10 Minuten, die ich jetzt noch aufnehme, auch nicht mehr umstellen. Wir gucken uns jetzt einfach mal das Gelände ein bisschen hier an in die Umgebung. Hier kommt auf jeden Fall eine Treppe hin. Hm. Dann würde ich sagen, hier bauen wir eine Sicherheitslinie hin. Dass wir auf der Seite quasi geschützt sind. Und es kam nicht allzu oft vor, dass sich auch Monster hier angesiedelt haben. So. Was das hier angeht. Hier wollte ich schon die ganze Zeit irgendwas drauf machen. Sieht das hier auch ein bisschen gleichmäßiger aus. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Können wir gleich runter das Zeug einsammeln. Okay, hier geht's dann hier lang. Sieht das von oben zumindest etwas besser aus. Wenn es schon von unten total beschissen aussieht. Verholze ich hier. So, dort noch einer hin vielleicht. Ja, es wird langsam. Zumindest diese Ecke sieht dadurch einiges ordentlicher aus. Aber hier ein Verteidigungsring, ich weiß nicht, was das bringen sollte. Man könnte hier vielleicht noch einen Balkon hinbauen. Dann würde ich sagen, wir pflanzen da drauf jetzt Dreck. Hauptsache, es sieht von unten ordentlich aus. Von oben kann es jetzt erstmal grün aussehen. Holen wir uns noch ein paar Steine und bauen noch schnell einen Balkon dahin. So. Steine haben wir noch zu Genüge. Zur Not haben wir auch noch bei unserer Höhle Steine. Das sieht auch doof aus. Der muss da weg. Dringend. Mal gucken, wie tief geht's da? Schaffen wir das? Nö. So. Wo war diese Ecke? Oh Gott, von unten sieht das ja ganz unmöglich aus. Da müssen wir jetzt wirklich mal nach und nach gucken, dass wir
hier wirklich mal Wände runtergezogen kriegen. Aha. Aber eigentlich wollte ich jetzt erstmal nur diese Ecke auffüllen. Den Rest machen wir später irgendwann. Hier kommt jetzt die ganze Glaswand weg oder wird zumindest reduziert auf ein Feld. Kommt dann sowas hin, da kommt dann eine Tür rein hier. So. Die basteln wir auch noch schnell. Ach, wir haben noch Holz dabei, prima. Schon haben wir hier unseren kleinen Holzbalkon, von dem aus wir frische Luft schnappen können. Aber den wir tunlichst nachts wahrscheinlich nicht betreten sollten. Hier könnten wir auch noch ein Aussichtsfensterchen in die Mitte setzen. Ich habe das Glas schon wieder weggepackt, oder? Depp. So, dann lassen wir es mal Tag werden. Ich finde das schön, sich nachts ins Bett zu legen. Das hat was RP-Likes. Werd auch schon wieder müde. Man glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist, hier ein paar Stunden durchzuquasseln. Schon mal dabei sind hier zu renovieren, dann renovieren wir richtig. Machen noch schnell hier so die Dreckfugen weg. Ersetzen wir durch Cobblestone, damit das alles ein bisschen einheitlicher aussieht. Zumindest bis hier zur Treppe. Auf der Höhe erstmal. Ich finde, das macht schon deutlich mehr was her als vorher. Das Schlafzimmer. Ja, man könnte vielleicht an verschiedenen Punkten jetzt rummeckern, dass da irgendwo was rübersteht. Ich habe auch nie behauptet, dass ich ein Ingenieur bin und in einem Berg ein Haus bauen kann. Also, um nochmal zusammenzufassen, was haben wir in der zweiten Ladung alles gemacht. Wir haben ein Schwimmbad angelegt. Wir haben jede Menge Creeper gesehen, die explodiert sind. Wir sind auf Wandertour gegangen, haben dort Leben gefunden und eine Riesenhöhle, in der wir zweimal gestorben sind, bevor wir auf friedlich gestellt haben, um sie dann fertig zu erkunden. Dann haben wir uns ein Schlafzimmer angelegt. Wir haben uns die neuen Items wie die Halbblöcke und das Bett angeschaut. Wir haben die Minimap kennengelernt, dessen Link bald im Raupi-Board stehen wird für euch. Also ich würde sagen, das war eine sehr interessante Aufnahme. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir in dieser Welt weiterspielen. Aber bis dahin beende ich diese Aufnahme mit schönen Grüßen. Das klingt doof. Das
wiederhole ich einfach nochmal. Wir tun so, als hätten wir das nicht gehört, als hätte ich das einfach rausgeschnitten. Und ich sage einfach Tschüss. Bis zum nächsten Mal.